Ready. Ha! Die Bilder muss ich noch verschieben, aber die Szene funktioniert. Ich bin begeistert. Große X. So. Hey. Okay. Also, ich weiß gar nicht, ob du schon irgendwas zu den Gegnern gesagt hast. Sollte gewinnbar sein, ist mein Eindruck. Ja, also die sind High Gold. High Gold, Low Platz. Ja, also ich meine, das sollte... Genau. Das Plus sollte... Den dir, ja. Platt dir. Ich glaube, das sollte einfach durch, alleine schon durch individuelle Klasse heute gewinnbar sein. Ich bin halt gespannt, also... Oh, wobei... Irische... Jungle spielt Twitch? Okay. Interessant. Ja, und Wolibear und Kane. Ja. Wolibear ist ein meistgespielter Champion, auch eine relativ gute Winrate, ne? Also ist eigentlich eine super Winrate, ne? 70 Games, 70% Winrate auf Wolibear. Das ist ordentlich, muss ich sagen, ja. Das ist ordentlich, ja. Und der ADC hat 104 Games auf Yone und hat eine 67% Winrate auf ihn. Also, Gavin Will macht Pock über 10 Kills, das ist nice. Oder haben sie sagt, das ist nur ein halber Orca, nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe. Ja, also erstmal Melly, Markus hat eine High-Resolution-Variante gemacht. Zweitens ist das eine Mischung aus Orca und Humpback und jemand hat was verkackt. Das ist nicht das Overlay. Game Crash. Okay, na, bis dahin. Wiederholen, please. Na gut, ich dachte hier... Ist nee. Bei mir so. So, und jetzt ja. Haben wir auch hier... Moment mal, ich bin jetzt auch nicht ganz... Ich habe nämlich eben gerade den Fehler gemacht, zu sagen Draft ready und ich war nur so zu 80% ready. Who dares defy my will? So, Markus, was machen wir? Neon Freeze? Wir machen Circuit Overdrive, den mag ich. So, auf geht's. Diese Musik, die haben halt im Stream gesehen, die Musik ist nicht an. Und ja. Deswegen. Deswegen haben sie gesagt, ja, dann dodgen wir mal, ne? Okay, also Gavin will eine Kanalwette, ob Pock über 10 Kills hat. Alright, wir machen mal, also das ist jetzt übrigens nicht respektlos gemeint gegenüber dem Gegner, aber ich denke mal, das wird eine klare Sache. Deswegen werden die Kanalwetten sich alle auf unsere Leistungen beziehen, denke ich mal. Ich mache jetzt nicht, also jetzt no front gegen die Gegner, aber ich glaube, das gewinnen wir. Und ich denke, ich werde einfach reinmachen solche Sachen wie, schafft Pock 10 Kills. Sowas. You jinxed it. Ganz schön arrogant, sagt Paul. Yeah. Nein. Also ich meine... Okay, ich mache auch das Ergebnis rein, dass TE... Wie heißen sie? TEBF, Team Elite Black Flame, dass sie gewinnen. Ich nenne sie Team Elite ab jetzt. Also Ergebnis 1 ist Team Elite Black Flame gewinnt. Oh, direkt Twitch eingeloggt, ne? Ich wäre ja gespannt, ob man, ja genau, man muss ja eigentlich Lulu gehen, ne? Ja, weil und dass du die Lulu nein. Ja. Ist schon direkt der Twitch als Counterpick hier auf der Botlane. Ja. Also, Pock 10 Kills war in der Queue. Dann sage ich Dragon Soul für Whale Power. Er hebt ab, seitdem er ein richtiges Overlay hat. Warten wir mal bis zum zweiten Game, wenn das dann abgestürzt ist. Alright, ansonsten Markus natürlich, ne, weil ich teile ja immer den Link. Nichts über unseren Draft sagen, sondern wie du das eben gemacht hast über die Gegner, das war schon sehr gut. Ornn. Ja. Also bisher der Draft Ivern finde ich ein bisschen, also ich meine, da wird anderen Nexus Herz aufgehen, aber den Ivern bisher sehe ich noch nicht. Ansonsten Ornn, Sivir ist eine sehr solide Meta-Heavy Draft, würde ich sagen. Das Witzige ist ja, dass deren... Jakob ist da, Ornn wurde gepickt. Did you summon me? Did somebody say Ornn? Der Supporter hat in den letzten Games, die er gespielt hat, vor 20 Tagen, hatte Ivern Support gespielt. Okay, das ist ein nicer Insight. Übrigens,
Trundle finde ich einen richtig geilen Pickup gegen Sevier, weil sie ist ja wirklich gegen den Pillar absolut sitting duck. Und natürlich gegen Ornn auch wieder gut, ne? Wegen und gegen Ornn. Ja, was aber schwieriger ist, schwieriger. Ich finde es besser, auf die Sevier das zu verwenden. Also bisher sehr heftig gecountert die. Soll ich sie Team Elite oder Black Flame nennen? Nennen sie mal Black Flame. Ja, die schwarze Flamme sind die schwarzen Flamer, ja. Oh, nee, das war jetzt vielleicht. Ich meine, die schwarze Flamme. Sehr gut gecountert Pick hier von den Allstars. Ja, jetzt kommen noch drei Bands hier auf Pock, so wie es aussieht. Was machen sie dann als drittes? Anivia? Keine Ahnung, was hat er denn? Varus. Oh, ich glaube, ich muss Melly die Punkte schenken. Ich habe die Szenen neu eingerichtet. Ich mache mal kurz dieses Soundboard aus. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich gebe dir dann danach die Punkte zurück. Okay. Okay, ich habe jetzt als Abstimmung entweder, was passiert zuerst? Team Elite gewinnt, Pock 10 Kills, Dragon Soul für Whalepower, ein Penta für Laxo. Was haben wir noch? Ja, ich habe die Szene neu eingerichtet, du kriegst die 1000 Punkte wieder. Top Die möchtest du auch. Aber das ist im Verhältnis zu dem anderen trifft das zu leicht auf. Oh, Sylas hier insane mit der Ornn Ultimate. Und auch die Daisy prügelt richtig rein. Dass ich nicht lache, sagt er. Ja, muss er nicht drauf setzen. Markus. Ich hab schon ein paar vorbereitet, ne? Oh, warte mal, ich hab was. Ich hab was. Ich sage, Under Nexus wird Solo-Killed. Ah, wenn du das sagst, ne, dann sage ich dazu, ich hab das passende Meme schon bereits vorbereitet. Okay, jetzt brauche ich noch was mit Johnny. Der hier wahrscheinlich auf Trundle sein wird. Irgendwas. Nee, aber Jungle haben wir schon mit der Dragon Soul. Nee, das ist okay. Ich lasse das mal so. Ja, ich meine, der Primate of God, ne? So, wir haben einen Corki in der Mitte übrigens. Also, Pock muss einfach viel mehr Varus Mitte spielen, ne? Damit verdienter Mann. Melly kommt nicht drüber hinweg. Melly kommt nicht drüber hinweg. Ja. Normalerweise sind es auch immer die Männer, die danach hinterher weiter. Ja, ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist. Also, Disclaimer: Das hier ist ein gender-neutral. Egal. Also, der Draft an sich finde ich von den. Von Team Elite ganz okay. Der an den Ivern finde ich hochmerkwürdig. Ich weiß auch nicht, die Weine ist. An der nächsten ist der Top-Lane. Also, wir haben im Prinzip alle Rollen. Außer Corki counterpickt. Also wir haben so ganz viele Counterpick-Sachen drin. Auch Lulu ist ultra gut gegen Vi. Was ich so gut finde, der Last Pick von Whalepower, ne, der Mordekaiser hat richtig High Value, ne? Wenn du überlegst, Ornn oder Vi einfach rauszunehmen in einem Fight. Das stimmt, das ist schon ja. Richtig big. Aber da muss er aufpassen, sie haben beide eine Möglichkeit, Unstoppable zu gehen, ne? Und ein Ornn-Connoisseur sowie unser Jakob kann da sehr leicht. Da muss man halt aufpassen. Ja, ja. Er wird gesolo-killed, ja. Under Nexus solo-killed heißt ja ED, heißt passiv, ne? Er wird gesolo-killed. Ich bin da mit 5k drauf, sagt Melly. Ich hack so den Turret, sagt er. Pickt Mordekaiser in Ornn rein und hackt den Turret. Was ein Better. Ja, der wird garantiert den Q in die Wave machen und dann wird er pushen, ne? Ja. Und dann pusht er dann. Aber gegankt zählt nicht. Also es muss schon Solo-Bolo sein. Also nochmal, weil das hatten wir im letzten Stream auch. Als Solo-Bolo zählt es auch, wenn er gegankt wird und der Jungler hat keinen Assist. Schwierig.
Ich dachte erst, Grumpy sei Gumpy. Kennst du den noch, Markus? Hm. Der Ehrenmann der Anivia Main, ja, der verschwunden ist. Ja, ja, das ist so wie damals, hier, wie heißt er? Mann. Born to Die? Hieß der so? David? Ja, Born to Die, ja. Ja. Ich hab gedacht, du meinst Tim, aber. Nee, Tim ist auch so. Ich kriege von Tim ab und zu Snapchat. Also lebt er noch. Er lebt? Ja, ja. So Sachen soll es geben, ne? Ja. So, ich brauche keine Rettungsteams schicken, ich lebe noch. Mail. Born for Corn. Born for Corn? Best. Geht eigentlich das hier? Warte mal. Ihr seid alle verdammte. Ich sag's nur. Nein, geht nicht. Doch, es geht. Geht es? Im Stream geht's, glaube ich. Warte, wird man andere? Das ist, falls bestimmte Leute reinkommen, dann sage ich, also die Leute von Mindgaming sind alles. Würde ich sagen. Can't stop, won't stop. So kannst du es auch in den USA dann vertreiben, genau. Diese Videos. Ja, ist so. So. Music. Was ich mich halt frage, welche Lane zu Divi halt kennt man? Im Grunde kann es ja nur Mid oder Bot sein, oder? Ich weiß nicht, also ich bin gespannt, mit wie viel System hier rangegangen wird. Aber ich würde sagen, Divi könnte bis Level 6 auf Toplane ganken tatsächlich. Also Mitte kann Vi, glaube ich, nichts machen. Bot oder Top halt. Wenn dann Top, aber vor Level 6, glaube ich. Wenn Mordekaiser also 6 ist, dann macht das keinen Sinn mehr. Ja. Genau. Aber wie gesagt, beide können ja, ne, das canceln. So, ich schieb kurz das oben hier richtig hin. Und Game geht los. Leichte FPS-Einbrüche. Neuer PC ist on the way. Wird immer schlimmer, muss ich sagen, bei dir, ne? Ja, ja. Haben Sie schon mal versucht, Windows 9 zu installieren? Nee, nicht kurz bevor ich einen neuen Computer kriege. Ah. Ja, ja, ist schon klar, schon klar. So, Kocke geht nochmal zurück, der hat vergessen, Port zu holen. Das haben wir jetzt auch gefixt. Guck mal, Big Flame mit dem. Achso, du bist behind. Ja. Aber jetzt sehe ich es. Black Flame. Treiber schon installiert. Haben sie mal versucht, neu zu starten? Haben wir auf Botlane einen Early Invade predicted, beziehungsweise diesen Deepwater predicted? Predicten jetzt hier auch einen Tri-Brush. Wenn das natürlich jetzt hier Whale Power wüsste, könnte man hier jetzt Deepwater Topside setzen, aber. Da wird nichts weiter passieren. Echt schlimm. Was denn? Ja, der Adrian hat gelegt. Das ist immer, wenn's ins Game reingeht, am Anfang, seit zwei Patches oder so. Ich weiß aber nicht, ob es der Patch von dem OBS war oder der vom Klienten. Leckt es die ersten paar Sekunden extrem. Bis ich das eingestellt habe. Und dann. Weil jetzt gerade zum Beispiel bin ich rausgetappt. Und ich kriege oben das Logo von denen nicht verschoben. Jetzt. Schwierig. So. Alright. Spring mal zu live, da passiert überhaupt nichts. Pock, jetzt Markus, jetzt bringe ich nicht so. Ich bin schon viel weiter. Pock hat gleich mal hier den Level 1 straight massiv verloren. Vielleicht hätten wir machen sollen, dass Popke solo killed wird. Ein Famous kriegt durch die Füße Bock auf ein Eis. Der Wortspielgott. Ich so. Sie spielen ja nicht mal Ivern
Nicht mal Ivan Renger. Ja, genau. Genauso muss man das machen. Die Extended Trades, die Trades, die an der Nexus hier nimmt. Ornn kann ja einmal die Combo rausprügeln. Und dann, ab dann gewinnt die Mordekaiser-Passive durch ihren Dot. So muss man das spielen. Chandler partet jetzt hier early auf die Botlane. Aber ich glaube, das war nur, um gegen die Vayne zu decken, die relativ ineffizient gejungelt hat. Also, man sieht, Johnny war deutlich schneller hier fertig. Covert jetzt hier die Mitte, so wie ich das sehe. Ja, Trundle hat weniger Camps gemacht. Der hat Red und Two-Bots halt. Ja, ja, gerade ist noch 16-16. Also, das heißt, gerade ist noch. Da kommt jetzt hier der Gang. Ich glaube, er hat sogar die Valkyrie unterbrochen, so wie es aussieht. Deswegen wird jetzt hier der flashen müssen. Das First Blood für Pock 1 von 10 für die Prediction von Gavin. Oh, und jetzt ihr Vi gespottet von dem Pink Ward, den Yonki in den Try gesetzt hat. Hilft jetzt hier noch die Wave rauszupushen. Der Sylas hat bereits wieder reintippied. Und ja, somit Wellpower jetzt schon ahead. 400 Gold, die auf dem Sylas liegen. Oh, Laxo wird hier geroutet, aber da wird nichts weiter passieren. Wir haben übrigens nur Votes auf Pock 10 Kills und Under Nexus so wird sie solo killed. So, sehr schöner Cancel hier von dem Ornn. Dass keins jetzt hier durchkommt. Johnny ist jetzt hier auf der Topside. Und schaut nach einem Gank, aber wird sich, glaube ich, einfach recallen, weil er den Jungle komplett geklärt hat. Währenddessen hat Laxo bereits einen 12 Minions Farm Lead. Fox spielt hier sehr aggressiv gegen den Corki. Corki macht das aber sehr gut, muss ich sagen, wie er da den Chains entgeht. Schön in der Wave. Schön in die Wave reingekratzt, hat er gut gemacht. Na, ja, also unser 300 LP-Spieler. Oh, der blinde Ivan Q into Sivir Q. Nice von Grumpy und Sivir hier. Währenddessen war Vi in der Mitte gespottet. Mordekaiser moved auch runter, ist aber erst Level 5. Ich weiß nicht genau, was er da versucht. Der Rauder LP wird outfarmed. Ja, geht jetzt aber hier aggressiv. Da, diesmal kann er die Ketten treffen. Hat jetzt Conqueror gestackt. Under Nexus flasht sich nochmal, damit er die Solo-Bolo-Chancen gleich von dem Ornn erhöht. Und da ist der nächste Kill für Pock. 2 von 10. Orisir hätte messen müssen. Orisir hat was anderes gewettet. Was hast du denn gewettet? Was die 3? Dragon Soul als erstes. Okay. Also aktuell haben wir schon 2 Zehntel, also ein Fünftel in der Midlane und Drake sind wir noch bei 0 Vierteln. Ja? Aber jetzt wird auch der Drake genommen werden, oder? Komm. Pock ist übrigens hier gerade auf der. War gerade hier in der Nähe vom Dragon Pit. Ist jetzt gespottet, dass hier der Drake gemacht wird. Aber ich glaube, das ist der Free Drake. Währenddessen verliert Under Nexus gerade jetzt 1 gegen 1. Könnte jetzt ja eigentlich den Ornn ulten. Der hat Bellows Breath bereits benutzt. Aber jetzt kommt die Vi auf die Botlane. Da wurde sie nicht respektiert. Yonki, sofort Heft AP. Laxo wurde exhausted. Beide haben noch Flash verfügbar. Flash sitzt hier. Oh, fast predicted den Flash hier von Ivern. Sehr gut gemacht. Und jetzt wurde der Drake abgebrochen. Und da ist der. Der Re-Engage, der Counter-Engage kommt jetzt hier. Pock hat jetzt hier die Vi-Ulti und holt sich die Vi ab. Johnny hat hier beide geslowt, deswegen musste hier der Flash rauskommen. Und Johnny flasht sich auf der Tower fast noch die Chains, aber schönes Spellchen von der Sevier. Finde, dass es auch noch der dritte Kill wird. Nee, der vierte so. Nee, der dritte. Corki war in der Mitte. Under Nexus geht in die Mitte und nimmt dann die Wave an. Und die gesamte Wave geht drauf für Sevier. Das ist natürlich ein Desaster. Zwei Waves, ne? Holy. Ja, zwei gestackte Waves hier. Haben hier versucht, das Counterplay zu machen, aber ich war dann auch smart von Johnny und Pock, den Drake abzubrechen und hier für den Counter-Engage auf Bot zu gehen. Und deswegen aktuell jetzt 4-0 für Wellpower. In welcher Zeit bist du gerade? 7:17. Oh, perfekt, genau. Oh, jetzt hier sind wir übrigens im Death Ram. Johnny ist auch da. Aber Under Nexus geht relativ low. Ich meine, da ist der Flash von Ornn raus. Und es wird nichts weiter passieren.
Hey, das ist nicht das Solo Bolo, was ich sehen will. Es war aber auch noch gar kein Solo Bolo, deswegen alles gut. Pock hat übrigens auf Botlane den dritten Kill bekommen, ne? Deswegen sind wir jetzt schon bei 13. Also ich glaube, Pock mehr als 10 Kills. Sieht aktuell aus, als sei es die beste Bet. Er kann jetzt hier 3 Corki Rockets schießen, oder? Oh, Laxu geht hier aggressiv. Ist doch erst Level 5. Aber sehr viel Damage hier. Trotzdem er erst Komponenten von dem Blade of the Rune King hat. Jetzt muss die Black Flame Botlane aufpassen. Wenn der Laxu jetzt Level 6 wird, dann hat er dann Kill Pressure. Ja, ja. Vor allen Dingen, weil die keine Summoner Spells haben. Und ich meine, Iron Shield can just do so much. Ja. Der Wave State, ne, ist auch richtig schlecht für die Gegner. Ja. Sehr gut aber auch gemacht von Laxo und Yonki, die die Wave hier von dem Tower halten. Sehr unangenehm für Grumpy und ich glaube Tanjiro. Tanjiro soll das heißen. Tanjiro? Ist ein Anime-Charakter. Aha, fucking weep. So, okay, also. Also du. Nicht Tanjiro. Wow. Pock ist jetzt hier gerade im 1 gegen 4. Da wird die Siebe Ulti. Oh, das war ein sehr klatscher Dodge. Die Kamera geht auch schon wieder auf Top, weil sie weiß, dass hier nichts weiter passiert. Und jetzt versuchen hier Black Flame den Dragon zu machen. Aber ich glaube, das dürfen sie nicht. Weil jetzt kommt gleich von unten wieder Laxo rein mit einer Ulti, die ready ist. Siebe bereits Hälfte AP. Chains werden verfehlt von Sylas, aber ist egal. Johnny wird am Leben gehalten durch die Lulu Ultimate und es ist ein klares 2:0. Vierter Kill für Pock, also 4/10 mittlerweile. Pock geht aber noch weiter rein. Das ist der 5. Kill für Pock. Eine Hälfte von dem Prediction auf Pock ist bereits durch und 1/4 gleich von der Drake Prediction. Ich hab's gar nicht gesehen, aber was ist mit der Sylas passiert? Die war ja komplett out of position. Ja, die Sylas wusste aber nicht, dass von ihm Twitch kommt. Wir schauen uns einfach nochmal an, was da passiert ist. Ah, sie haben den Dragon angefangen und sie jetzt schon Hälfte AP, bevor irgendwas passiert. Und sie läuft hier zwischen Lulu und Sylas, das darf sie niemals machen. Vibe peelt ein bisschen für sie, aber da haben sie vergessen, dass Wellpower auch noch ein ADC hat. Also das war ein Call, relativ coin-flippy, ne? Einfach so, ja, wir machen einfach mal den Drake. Aber das hat Wellpower ohne Vision vorher geklärt zu haben. Und da sagt Wellpower natürlich einfach, ja gut, danke für den Leash, danke für die Kills. Und es steht jetzt 7-0 und davon 5 für Pock. Genau, Wellpower sind nämlich von 3 Richtungen gekommen, ne? Ja. Und wenn du da keine Vision drauf hast, dann bist du einfach gedoomt. Genau, es wurde keine der Richtung gespottet. Davon ab wurde der Drache auch nicht gut getankt, ne? Die Sylas hat sehr viel Damage genommen durch den Drachen. Die war ja schon, ich glaube, ein Drittel war auf jeden Fall weg durch den Drachen. Und durch Lulu. Yonki hat sich auch die ganze Zeit auch geauto-hittet. Und Iron geht übrigens Dark Seal. Okay, ich dachte, dass wie heißt's, der Moonstone Renewer eigentlich so ein Power Spike ist. Dass man das rushen will, aber. Scalings sind gar nicht so bad auf Iron Shields, ne? Aber wenn du halt null. Ja, aber null, das. Ich meine, null, das Support-Item, der Moonstone Renewer bringt ja auch AP. Also, weiß ich nicht. Das Scaling ist okay, aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich 2-0 als Iron Support stehe, ob ich dann für 350 Gold null Value gehen würde. Okay. Oh, die sind so aufgereiht. Markus. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe eben gerade den Replay angeguckt. Sorry. Das passiert nichts. Markus. Oh, die beiden stehen hier in dem Busch. Yonki wird gecatcht. Aber er hat Ulti und er hat das Eichhörnchen. Und Laxo hämmert hier mit der Ultimate auf die beiden ein. Deswegen jetzt hier ein Kill für Laxo. Da waren die Gegner wohl sehr aufgereiht, ne, Markus? Den Tower wird angepinkt. Undernexus, ich wollte schon Ömpo sagen. Reflex, sorry. Undernexus hier mit dem Solo-Plating. Und hier wird einfach jetzt hier mit der Pop-Ulti, die er von der Vi genommen hat, einfach der Iron gedived. Da darf er natürlich nicht bleiben. Da wird der Sylas-Strom nicht respektiert. Und das ist dann der nächste Kill für Pock. Pock jetzt 6 von 10. Ja, jetzt vor allem sind wir noch nicht mal der. Oh, wir haben aber eine Package, ne? Ich weiß nicht, ob Johnny hier stehen darf. Der ist ja auch erst Level 8. Also Johnny nicht so erhält, deswegen wird das jetzt auch respektiert. Aber man geht hier raus. Vor allen Dingen, weil Pock hier auf Sylas auch schon angeschlagen ist von dem Dive. An der nächste spielt einfach auf Toplane, ein solid Game. Farmt einfach sich solide hoch. Classic Toplane. Infamous sagt, Pock hat die Vi-Ulti schon häufiger benutzt als Vi selbst. Oh, Ivan kommt jetzt hier auf Toplane, an der Nexus. Sieht es nicht kommen, aber an der Nexus hat Ulti, könnte einfach den Ivan hier ulten. Warum macht das nicht? Warum macht er das denn nicht? Jetzt, mach doch die Ulti!
Was für ein schlechtes Play von Anna-Nexus. Also, weiß ich, hat er Lag oder was? Nee, zu spät. Er kann doch einfach den Ivan ulten. Oder den Ornn. Oder die Vi. Vor allen Dingen, weil die Ornn-Ulti kommt nicht mit ins Death Realm. Vor allem die Ivan-Ulti doch genauso wenig. Nichts kommt mit ins Death Realm. Er hatte da so viele Momente, wo er einfach ulten kann. Also. Das war zwar kein Solo-Bolo, aber das war schon ganz schön freundlich. Ich glaube, zunächst hat er seinmal disrespected. Also, ja, was will das Ivan hier? Ne? Der macht doch gar nichts. Kann aber mit der Vi, die noch dazukommt, allen anderen Leuten mit der CC und so weiter kriegt einfach. Aber selbst dann, ulte den Ivan und töte ihn doch einfach. Ich meine, selbst wenn man das disrespected, kann er ihn doch einfach umbringen. Oh, Laxo ist jetzt hier in die Mitte gekommen. Sehr schönes, Everfrost von Pock. Und die Vi geht hier rein ohne Ultimate. Laxo hat immer noch die Ulti an und deletet einfach die Vi auch noch. Primate auf Gott nimmt jetzt hier leider Tower Aggro, weil er die Ivan Ulti hat. Geht jetzt hier ein bisschen deep und stirbt an dem Ivan Shutdown. Zweiter Kill jetzt hier für Black Flame. Das ist schon Dark Seal, hat schon 3 Stacks jetzt. Ja. So, und deswegen ist Sivir kacke, das Spellchip macht nicht so viel. Laxo hielt jetzt hier nochmal für den Movement Speed, aber Sivir hat bessere Schuhe, deswegen kommt sie hier weg. Nur 6 Gold Shutdown Sedge, ja. Auf dem Ivern. Er holt sich Shirelias. Ich dachte, man holt sich Moonstone. Aber Shirelias macht auch Sinn, I guess. Ja. Ich glaube, man kann beides inzwischen bauen. Ich schau mal kurz nach. Nur mal um zu zeigen, wir hatten Games in einem Regular Split, die aber deutlicher waren, ne? Also die Team Black Flame gibt sich hier, Team Elite Black Flame gibt sich hier sehr viel Mühe. Also sie spielen hier schon auf 100%, denke ich. Drake wieder in 3 Sekunden ab. Ja, Moonstone ist. Also Moonstone wird in 92% der Games gespielt. Ja, hätte ich jetzt auch so vom Feeling vermutet, weil diesen extra Movespeed, man hast halt noch mehr, aber ich glaube, dieses extra Heal wäre wichtiger als der Movespeed. Und Wellpower hat ja komplett Kontrolle über das Drake Pit. Deswegen, jetzt sind wir bei. Oh, wir haben Solo Bull auf Top übrigens und Drake geholt. Gleichzeitig wird Laxo hier gecatcht. Aber Duck Lulu flasht sich rein für den Trade Kill, aber ich glaube, jetzt ist er ja einfach noch tot. Johnny darf da auf gar keinen Fall noch reingehen und da ist ein Kill für Vi mit dem Shutdown auf dem Twitch. Jetzt gucken wir mal kurz, was auf Toplane passiert ist. So, da sind wir schon zu weit. Der Nexus holt sich hier oben auf die Crux. Ja, Solo Bolo top, aber. Das Solo-Bolo ist ja, dass Anna Nexus gekillt wird, ne? Einfach der Manly okay. Face-Off. Alright, und jetzt haben wir Pock auf 7 Kills. Und Dragons 2 von 4. Pock kommt jetzt hier nochmal. Ich weiß nicht, ob wir das absichtlich machen, dass Pock hier die Kills kriegt. Aber Johnny nimmt es sich, um das Spiel weiterhin fair zu halten. Und Pock bei 7 Zehntel, der Drake bei 1,5. So, jetzt wird sich hier einfach der First Turret geholt. Deswegen, der Gold liegt jetzt schon sehr deutlich. Also das Game jetzt fast nicht mehr Kategorie winnable, vor allen Dingen mit so einem Late-Game-Ding wie Twitch Lulu. Ja, vor allem sind die ganzen Carries von Black Flame. Oh, sie haben leider surrendered, okay. Naja. Da haben sie gesagt, das müssen wir uns nicht geben. Ja, Surrender Vote, Endboss der Wette. Ja, da müssen wir wohl die Punkte zurückgeben. Schade.